Unfassbares Video aufgetaucht, meine lieben Freunde. Wir stellen ja immer wieder auch unsere Fachkräftevideos hier online und diese Fachkraft für Kassenkassierer oder für Discounter-Reparatur hat es mal wieder auf die Spitze getrieben. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Also ganz ehrlich, Steinmeier sollte sich was schämen, vor allen Dingen auch die Ampelpolitiker. Wir haben nämlich noch zwei andere sehr interessante Blitzmeldungen, unter anderem auch, wie Instant Karma funktioniert. Hier haben wir nämlich auch ein Video und das hat tatsächlich auch nochmal eine sehr krasse Wendung. Und dementsprechend bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, abonniere den Kanal und leite dieses Video gerne überall weiter, damit wir endlich mal mit diesem Fachkräfte-Lügerei-Thema aufhören. Es kommen da keine Fachkräfte. Man kann es natürlich nicht pauschal sagen. Ich kenne auch viele, die eben auch hier eine gute Arbeit gefunden haben und hier arbeiten. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Fachkraft bin, dann gehe ich nicht nach Deutschland. Das wäre ziemlich dämlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil du hast hier die Spitzensteuer. Du hast sauteure Lebenshaltungskosten und du kannst dir noch nicht mal ein Haus, geschweige denn ein Häuschen für deine Familie leisten und dementsprechend auch die Krankheitsversorgung oder Gesundheitsversorgung, je nachdem wie man es nennen möchte, ist desaströs. Also ganz ehrlich, wer da nach Deutschland kommt, der kann keine Fachkraft sein, wenn man jetzt ganz böse drauf ist. Und deswegen schreib gerne mal deine Meinung zu diesem ganzen Fachkräftethema immer wieder in die Kommentare. Und wie findest du vor allen Dingen jetzt das Verbot von dem Magazin in den letzten Wochen? Ist die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ist sie noch gegeben? Ja oder nein? Auch da gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben. Bevor wir jetzt mit dem ersten Video starten, hast du es mitbekommen, schon wieder wurde jetzt offiziell von der Polizei Folgendes bestätigt. Aus Nordafrika sind tatsächlich die Täter weiter explodiert. Das heißt, es ist sehr krass angestiegen. Und schon wieder hat fast keiner von den Mainstream-Medien darüber berichtet, weil es passt einfach nicht zu den grünen ideologischen Gedankengängen. Da will man uns wieder weismachen, Vielfalt ist das Beste, was uns geschehen kann. Und wer die letzte Blitzmeldung dazu auch gesehen hat, dann plant ja das Davoser Treffen, vor allen Dingen auch der Gipfel und eine Ursula von der Leyen, Unfassbares. Hier geht es nämlich schon fast in die Richtung, dass man gewisse Theorien verfolgt, dass man eben doch irgendwie vorhat, die Bevölkerung zu dezimieren. Was es damit auf sich hat, das findest du in dem letzten Video. Das wollen wir nicht nochmal näher erläutern. Man merkt allerdings eine Sache. Hinter den Fassaden passiert momentan so erschreckend viel, dass wir kaum hinterherkommen, das Ganze zu aufzufassen bzw. zu aufzuarbeiten, wie es so schön heißt. Also es ist fast so wie die Aufarbeitung der letzten 4 Jahre. Und deswegen lass uns doch mal in das erste Video reingehen und ich denke auch da kann man wirklich sagen, kam hat sofort zugeschlagen und dementsprechend Film ab. Ja, wir sehen hier eine Person, die wieder mal fachkräftig unterwegs ist und einfach, ja, sieh dir selber an, was dann passiert. Also ganz ehrlich, das hier ist meiner Meinung nach ein perfekter Beweis dafür, was manche Menschen eigentlich, was mit denen los ist. Also noch nicht mal auf die Straße schauen, Unfug bauen und dann auch noch komplett planlos, hirnlos. Und ganz ehrlich, ich finde das einfach nur noch Wahnsinn, was hier teilweise passiert. Aber ich komme gleich auch zum zweiten Video, weil auch da merkt man, man hat es hier tatsächlich nicht nur mit psychisch kranken Menschen zu tun, sondern man hat es hier teilweise eben auch mit sehr gefährlichen Menschen zu tun. Man muss sich ja immer wieder fragen, wenn beispielsweise von Diebstahl oder von anderen Tätigkeiten die Rede ist. Man kann so viel Dunkelzifferzahlen sehen und so viele Fälle, wo ein Glück niemand irgendwie geschadet wurde, aber ich will nicht wissen, wie viele Situationen auch hätten eskalieren können. Beispielsweise unser letztes Video von einem Frühlingsfest, wo auch wieder laut den Grünen wahrscheinlich ein Ausländer mit einem Buttermesser unterwegs war. Ne? Also die nennen das ja teilweise in den Berichten wirklich Buttermesser, wo ich mir denke, ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist kein Buttermesser. Da reden wir von ganz anderen Kalibern. Und dementsprechend schauen wir doch jetzt mal an, welches Video aktuell auf Telegram komplett viral gegangen ist. Viele nennen ihn Fachkraft für Logistik, Fachkraft für Kassiererbedarf, man weiß es nicht. Oder ist es vielleicht der Geldtransporter? Auch da lass uns mal gerne diskutieren. Stop. Oh. Are you yourself?
Wenn ich mache ein Video, brauchst du, ich habe ein Video, okay? Schreibt am Telefon mit der Polizei. Das heißt immer nur, die begleiten Sie am Apparat. Oh je. Also das ist doch wirklich die Realität und die Spitze. Und ist dir ein Detail aufgefallen? Die hier filmt, hat anscheinend auch ausländischen Akzent. Und das finde ich ja das Tragische daran. Ich habe viele ausländische Freunde, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe, die niemals auf die Idee kommen würden, so einen Stuss hier zu tun. Und die müssen tatsächlich der Leidtragende auch sein, weil natürlich oftmals eben alles in den Topf geworfen wird. Und das hier ist übrigens auch wieder mal sehr interessant, dass es wieder das gleiche Herkunftsland ist, was übrigens bei den Statistik-Ergebnissen auch durch die Decke geht. Das heißt, das sollen jetzt angeblich unsere neuen Fachkräfte sein. Und auch eine Geschichte, die ich dir noch erzählen möchte, die auch wieder sehr krass ist. Hier haben wir beispielsweise auch an einem Schnellimbiss wieder mal einen Vorfall. Um 12:30 circa eine 23-jährige Deutsche und sie ist hier tatsächlich von einem 22-Jährigen aus Sierra Leone tatsächlich angegangen worden. Und das Ganze, er schlug sie komplett irgendwie ja aufs Gesäß und das Ganze hat extrem gebrannt und ganz ehrlich, es war ein Westafrikaner, alkoholisiert sogar auch noch mit 2,12 Promille. Also ich weiß nicht, aber das hier sind ja keine Einzelfälle mehr. Also viele Menschen, die hier in unser Land gekommen sind, können sich einfach nicht an die Regeln halten, an die Gesetze. Und wisst ihr, was ich dann besonders schade finde? Diejenigen, die diese Sachen ansprechen, werden sofort als rechts dargestellt. Also ganz ehrlich, dann schaut euch doch die Statistik an. Da sind nicht irgendwie 99% werden von Deutschen begangen, die Taten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ja, das heißt, die Mehrzahl sind, je nachdem, welche Verbrechen man sich ansieht, tatsächlich mit Migrationshintergrund passiert. Und wisst ihr, mal deine Meinung zu Thilo Sarrazin auch mal in die Kommentare, aber der hat das vor Jahren schon gesagt. Eine Alice Weidel hat schon vor Jahren davor gewarnt, was hier in deutschen Freibädern passiert. Und sie wurden immer ausgelacht. Man wollte es nicht hören. Ach ja, jetzt wollen sie wieder Angst und Panik verbreiten und vor allen Dingen spalten. Das ist ja immer der Grund. Spaltung soll das erzeugen. Nee, das soll aufklären. Das soll aufklären, wo unsere Fachkräfte hier sein sollen. Wir würden uns ja mal wünschen, wenn jemand sagen würde, ja Moment, aber hier, das sind die Strategien. Auch da, 700.000 sollen jetzt anscheinend Bürgergeldempfänger sein. Also auch da haben uns die Grünen anscheinend wieder angelogen. Also die Leute, die hier ankommen, die merken ganz schnell, die sind ja nicht blöd. Im Gegenteil, die sind schlau. Die sind schlau, die wissen, Bürgergeld, da kriege ich ja mehr, als wenn ich arbeiten gehe. Und dementsprechend hat das der Einzige, der es noch nicht verstanden hat, ist der deutsche Politiker. Und in diesem Sinne, weiter verbreiten und wir sehen uns beim nächsten Mal.